Hello, I'm Johnny Cash. Boom, chicka, boom, was hat der Comic mit Musik am Hut? Nichts? Nein, das ist falsch. Nachdem bisher mit Zeichnungen veredelte Plattencover den Verkauf von Tonträgern förderten, nimmt die Beziehung nun eine ernsthaftere Form an. Musikcomics oder besser Comics über Musik und ihre Macher. Und Reinhard Kleist hat wohl das beste Taktgefühl im Stift. Meine größten Erfolgserlebnisse sind eigentlich jetzt nicht Auszeichnungen auf dem Festival, sondern das sind so Kommentare, die ich von Leuten bekomme, die mir erzählen, wie sie die Geschichte erlebt haben, was sie dabei gefühlt haben, wie sie mitgefiebert haben. Das ist einfach ein großartiger Augenblick, wenn man merkt, man löst in den Leuten so eine Begeisterung aus und man bewegt was. Sie haben Empfindungen durch die gezeichneten Figuren, die man sich unter Umständen ausgedacht hat. Dass man Wesen erschafft, die tatsächlich leben. Das ist eigentlich das Schönste dabei. Preisgekrönt seine Johnny Cash-Biografie. Vom Aufstieg bis zum Drogensumpf, alles aus einer Feder. Und selbst wenn der Text auf manchen Seiten holpert, die Melodie spielt sein enormes zeichnerisches Talent. Wenn ich die jetzt eins zu eins erzählt hätte, so fängt so mit der Jugend an und dann wird er halt irgendwann berühmt und irgendwann stirbt er. Das ist ein so what. Es ist, man kann es spannend machen, aber mich hat jetzt bei der Geschichte eigentlich interessiert, was steckt dahinter, was für eine Grundidee hat denn dieses, was steckt für eine Aussage hinter dem Leben eigentlich, was kann ich da für uns rausziehen? Und dann war ganz schnell das Thema Freiheit ein großer Gedanke. Und ich will den Leser fesseln, ich will den Leser was erzählen, ich will den Leser dabei haben, ich will den in der Geschichte dabei haben, der soll mitfiebern und unter Umständen zum Schluss heulen, was mir einige Leute erzählt haben, dass sie zum Schluss bei den letzten Seiten vom Johnny Cash Buch, dass sie da Tränen in den Augen hatten und das war das schönste Kompliment, was ich mir vorstellen kann. Doch Reinhard Kleist zeichnet nicht nur Musik. Bekannt geworden ist er mit der Reihe Berlinoir. Einem fantastischen Action-Krimi, in dem er Parallelwelten à la Blade Runner entstehen ließ. Ich denke eigentlich immer filmisch. Ich habe diese Szene grundsätzlich immer erstmal als Kamerabewegung, Schauspieler, Dialoge, Musik, Sound im Kopf. Und dann setze ich das um in einen Comic. Das hat damit zu tun, dass ich jetzt kein Filmteam habe und dass ich im Comiczeichnen die Möglichkeit habe, ein ganzes Filmteam auf dem Blatt Papier zu sein. Und deswegen ist die Arbeit als Comiczeichner für mich natürlich absolut großartig. Wenn ich da eine Figur zeichne, dann denen dann jetzt so einen Ausdruck zu verleihen, wie ich das jetzt gerade will. Oder sagen so, nimm dich mal ein bisschen zurück. Oder mehr Emotionen. Und ich mache das halt selber. Aber da ist aber eine Figur auf dem Blatt Papier, die auf das reagiert, was ich mache. Das finde ich super. Und mit dieser Ein-Mann-Filmcrew hat sich Kleist nach Kuba aufgemacht und hat von dort ein bebildertes Tagebuch mitgebracht. Bilder, bei denen man nicht nur bequem Musik nebenbei hören kann, sondern die selbst Musik in sich tragen. Musik